Jo, mi badu, ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zu Joeys Entwicklung. Wie ihr seht, sieht Joey noch aus wie ein absolutes Fohlen, als er zu mir kam. Da war er 3, 3,5, ich bin mir nicht ganz sicher. Sieht absolut babyhaft, zuckersüß aus und ist einfach winzig. Also so ein schmales, feines Kerlchen. Und mittlerweile sieht er ja doch ganz anders aus. Also ich bin wahnsinnig begeistert, was der ja an Wachstum und an Pferdwerden hinter sich hat. Der sieht ja jetzt echt ja, nach einem einfach zu klein geratenen Pferd aus und gar nicht so ganz nach einem Pony. Und da sieht er einfach aus wie ein zu groß geratenes Fohlen. Er ist so süß. Wie man sieht, hat er auch hier schon Bewegungspotenzial ohne Ende. Dieses Video habe ich geschickt bekommen, als ich gerade im Urlaub war und ja, mich jemand netterweise vertreten hat und meine Ponys mitbewegt hat. Und ja, ich saß im Urlaub auf meinem Stühlchen und guckte auf mein Handy und war völlig verblüfft, wie cool es aussieht. Bei Joey haben wir relativ früh auch mit Gelassenheitstraining angefangen, da er ein relativ kribbeliges Kerlchen ist, der ja manchmal nicht so ganz weiß, wohin mit seinen Nerven. Aber wir auch relativ schnell festgestellt haben, dass der gute Herr ein kleiner Simulant ist. Und meistens, wenn er sich vor irgendwas erschreckt, er überhaupt gar keine Angst hat, sondern einfach nur versucht, die Oberhand zu kriegen und die Situation zu steuern. Und er das total unangenehm findet, wenn der Reiter zum Beispiel, ja, ihn durch eine Situation führt. Und er das lieber gerne selber tut und deswegen versucht darüber, die Oberhand zu behalten. Generell hat es bei ihm auch alles ganz gut geklappt mit dem Schrecktraining. Und wir kamen auch relativ schnell an den Punkt, dass ich dachte, ach ja, wir könnten ja schon mal so ein bisschen mit Aufsteigen starten. Mit dem Reiten an sich habe ich mir sehr viel Zeit gelassen, weil er einfach noch so unfertig war. Der war ja noch gar nicht richtig Pferd. Wir haben einfach immer mal wieder ihn ja, an Stricke und Halfter geparkt und vom Zaun aus, wie man sieht, einfach mal so drüber flutschen für die ersten Versuche. Dass er einfach lernt, dass der Reiter auch über ihm sein kann und das ganz normal ist und gar nicht schlimm ist. Damit fange ich immer gerne relativ früh an, aber mit dem richtigen Reiten lasse ich mir dann auch gerne immer richtig viel Zeit. Ja, nachdem wir das eine ganze Zeit gemacht haben, haben wir dann ganz langsam mal angefangen, so ganz kurze Einheiten einfach so ein bisschen vorwärts zu fragen. Und wie ihr gerade gesehen habt, hat er das auch super brav mitgemacht und hat eigentlich ja, immer einen sehr guten Job gemacht. Die Diskussion kam dann erst später. Hier seht ihr die ganze Baby-Gang, wo einfach alle drei noch so klein aussehen. Das ist total seltsam, wenn man diese Bilder sieht. Ja, und hier haben wir dann auch nochmal unsere Bodenarbeit komplett überdacht und sind nochmal in ein ganz anderes Konzept eingestiegen, was uns beiden auch sehr, sehr gut tat. Vor allen Dingen, da wir ein ganz großes Problem hatten, und zwar Trecker. Joey war leider der Typ, der Panik vor Treckern hatte und wirklich nicht nur Panik, sondern richtige Todesangst. Also der hat sämtliche Schalter in seinem Hirn umgelegt, wenn er Trecker gehört oder gesehen hat. Wir kamen teilweise nicht mal mehr in die Reithalle rein, weil daneben ein geparkter Trecker stand. Ja. Und dank des neuen Konzeptes hat das dann auch alles gut geklappt und wir konnten auch das Problem in Angriff nehmen und es war ja eine absolute Bereicherung. Und hat uns einfach auch enorm zusammengeschweißt. Ja, hier seht ihr eine der ersten Aufnahmen in der Reithalle. Er ist einfach mega süß und macht das auch eigentlich ganz brav. Und hier mal mit einem anderen Reiter drauf, weil ich hatte leider das Problem bei Joey, dass der so schmal ist und ich immer nur breite Pferde gewohnt war, auch beim Anreiten. Ja, ich immer irgendwie auf breiteren Ponys zum Sitzen kam und Joey habe ich ein bisschen in Watte gepackt. Der war immer so mein kleines Baby und durfte alles und ja, da war es halt nicht verkehrt, dann sobald man sagen konnte, jo, Reiten ist in Ordnung, da packen wir lieber ab und an mal andere Reiter drauf, dass er lernt, dass die ihm auch Sicherheit geben und nicht wie ich dann auf diesem schmalen Pony völlig überfordert bin, weil er so schmal ist und das einfach mein absoluter Triggerpunkt war. Ja, und Trecker waren aber lange immer noch ein Thema, auch wenn wir relativ gut
zu Rande kamen, haben wir dann aber auch immer wieder, wie hier zum Beispiel, die Chancen genutzt, an Treckerteilen zu üben, dass er einfach lernt, auch wenn er nah da dran ist, ihm passiert nichts, es ist alles in Ordnung und ich immer mehr mit ihm zusammenwachsen konnte, indem ich auch lernen musste, auch ihm Sicherheit geben zu können. Bei allen anderen Pferden vorher fiel mir das immer relativ leicht, dass ich eigentlich sehr objektiv durch Situationen gehen konnte. Bei Joey ging es einfach nicht, weil der war einfach mein kleines Baby. Ja. So das, wofür ich immer bei anderen Leuten dachte, irgendwie, warum merken sie das denn nicht selber? Ja, und dann mache ich selber. Das war unser allererster kleiner Sprung. Ja, ich war total verblüfft. Das war dann auch schon die Zeit, wo ich anfing, mich so ein Hauch wohler mit ihm zu fühlen. Und ich einfach mega stolz auf ihn war, dass ja, das eine Option war, dass wir das tatsächlich so meistern konnten und da einfach noch mehr zusammenwachsen konnten. Also ab dem Punkt, wo ich mich halbwegs wohl mit ihm gefühlt habe, habe ich versucht, alles mitzunehmen, was irgendwie geht. Wie man hier schon sieht, machen wir da auch schon so Quatsch, wie das Hindernis fällt halb um und ich versuche von oben es wieder hinzustellen, weil ich mir denke, alles, was man irgendwie mit dem Pferd macht, was außerhalb des normalen Rahmens ist, also außerhalb von, ich setze mich drauf, reite Dressur und stelle mein Pferd wieder weg, fördert einfach alles. Und da wir diese Spielereien immer gemacht haben, hat uns das auch später tatsächlich mal den Hintern gerettet. Da ist er gesprungen und hatte sich ja irgendwie in dem Hindernis halb verheddert. Ich weiß gar nicht mehr, wie es genau aussah. Jedenfalls ist er vorne drüber gesprungen und stand über dem Sprung und kam im Schritt nicht da weg. Und er blieb einfach super cool, sodass unsere Springtrainerin ganz in Ruhe das Hindernis unter uns abbauen konnte. Und bei so einem ja, Spezialfall wie Joe war das halt Gold wert, dass der da cool blieb. Ja, verladen klappt auch wunderbar. Das war auch nicht von Anfang an so beim Kauf, sonst direkt rückwärts aus der Stange wieder ausgestiegen und wir brauchten, glaube ich, eine Stunde oder zwei, um ihn aufzuladen. Es war super, super stressig. Aber auch daran haben wir eine Menge gearbeitet, weil mir einfach gerade diese Dinge im Umgang extrem wichtig sind und ich einfach ein Verlasspferd haben möchte. Das muss nicht heißen, dass mein Pferd niemals Mist baut. Überhaupt nicht. Ich mag das ganz gerne, wenn Joey mal ein bisschen blöd ist. Aber ich möchte mich trotzdem in jeder Sekunde darauf verlassen können, dass er mich mitnimmt. Das heißt, wenn wir im Gelände sind und er geht durch, macht auf einmal einen Schlenker über irgendeine Wiese und dreht völlig am Teller, ist das okay für mich, solange er mich mitnimmt und solange wir beide gemeinsam der Situation gewachsen sind. Hier ist auch einer meiner Highlight-Momente. Da hatten wir Gelassenheitstraining am Stall gemacht mit, ich glaube, wir waren zum vollsten Zeitpunkt 12 Pferde in der Halle. Ich habe jetzt gezielt so drumherum geschnitten, dass man es nicht sieht. Aber während wir dort gerade frei arbeiten, an den gruseligen Dingen, wo neue Sachen bei waren, die Joey noch nie gesehen hat und er vor manchen Dingen auch wirklich Angst hatte, ja, war es überhaupt gar kein Problem, dass er frei war. Es war so toll. Ich war so stolz auf ihn. Das war echt einer der wundervollsten Momente mit ihm. Ja, und immer wieder sind wir natürlich auch an der Bodenarbeit, um nicht einfach nur einmal was aufzubauen, worauf wir weiter aufbauen können, sondern wo wir auch immer wieder an allem arbeiten, uns da langsam vorarbeiten, immer wieder auch die alten Sachen wieder aufarbeiten, um einfach die Basis immer wieder zu stärken, dass unser Kartenhaus, was wir uns da aufbauen, nicht irgendwann einfach zusammenbricht, weil das Fundament zu schwach ist, sondern wir einfach, ja, Stück für Stück diese Karten auch einfach austauschen gegen Steine, dass es nicht mehr einfach umfallen kann. Hier auch ein bisschen Spielerei. Manche Sachen müssen auch einfach nur Spaß machen. Und das kommt mittlerweile mit Joey auch zum Glück immer häufiger, dass ich einfach in vielen Situationen ihm blind trauen kann, obwohl er Quatsch macht, obwohl wir durch kritische Situationen gehen und ich mich trotzdem die ganze Zeit super wohl mit ihm fühle. Das war auch eins der ersten Male, wo wir ohne Trense geritten sind, mit Halsring zwischendurch mal. Das hatten wir seit Anreiten drin. Also ich habe teilweise bei den ersten Phasen mit den ersten Metern im Schritt teilweise mit Halsring drauf gesessen. Weil das bei Joey schon immer so war, dass der am Halsring sicherer zu bremsen war wie an der Trense. Und ich das einfach deswegen genutzt habe und für mich entschieden habe, dass es eigentlich sicherer als mit Trense. Und deswegen wäre ich ja dumm, wenn ich mich für das weniger sichere entscheide. Ja, wie man sieht, ist es ja auch alles noch nicht so perfekt. Er hebt sich relativ viel raus, aber er ist halt auch einfach so ein Typ, dem es schwerfällt, einfach mal ja, mit sich selber Ruhe zu finden. Er ist so einer, der, glaube ich, am liebsten im großen Sport wäre und jeden Tag richtig Action hätte. Aber ja gut, das ist nicht so mein Ding.
Und hier sind wir auf unserem allerersten Turnier. Das war auch ein schöner Moment. Wir hatten ja eigentlich gar nicht die Vorarbeit dafür. Der war reiterlich überhaupt noch gar nicht so weit, dass man den auf einem Turnier hätte vorstellen sollen. Wie man auch sieht, es mangelt halt an allem, ne? Aber es ist halt auch völlig egal. Ich habe gesagt, ich möchte gerne einfach spontan hinfahren. Ich bin gar nicht davon ausgegangen, dass wir die Prüfung reiten. Ich habe gedacht, ich führe den eine Runde über den Turnierplatz und das reicht dann für seine Nerven. Deswegen war ich umso mehr stolz auf ihn, dass wir überhaupt ja, auf dem Abreiteplatz klarkamen, bis zum Abreiteplatz kamen und dann sogar noch die Prüfung geritten sind. Ja, für mich hatte ich dann entschieden, okay, er ist definitiv noch nicht so weit, aber warum machen wir es denn nicht trotzdem? Das schadet ihm ja auch nicht, das bringt ihn weiter, bringt uns halt schlechte Noten, aber ist ja wurscht. Also haben wir auch einfach so Spielereiübungen genannt, dass er sieht, ey, Turniere können auch cool sein. Ja, habe ich mich ein bisschen getäuscht, er fand das total doof. Er hatte ein bisschen Angst vor allem, aber hat es trotzdem super souverän gelöst. Und das war so unser Start in die ersten Turniere und das... Ja, war, glaube ich, auch genau richtig so, wie wir es gemacht haben. Wir haben auch ganz viele ganz schlechte Noten mitgenommen und ganz oft den ersten Platz von hinten erreicht. Aber das war mir halt mit ihm auch einfach immer egal, weil es mir um die Erfahrungen mit ihm geht und nicht um die Turniererfolge. Das war der erste höhere Sprung, den wir jemals gesprungen sind. Das war im Reiturlaub. Und hier war unsere erste Prüfung, die man gut nennen kann. Ja, das war das erste Mal, dass Joey eine Schleife bekommen hat, ohne dass jeder eine Schleife bekommen hat. Und da war er tatsächlich in zwei Prüfungen, die wir an dem Tag geritten sind, zweimal auf dem zweiten Platz. Und das hier ist dann die erste A-Dressur gewesen, die wir genannt haben. Das war auch mein absolutes Highlight. Das war an einem Reitertag und wir haben einfach mal Spaß eine A genannt. Und ich dachte mir, komm, guck mal, warte mal auf das Richterurteil und dann hast du einfach mal eine Rückmeldung. Das hier war dann unsere zweite A-Dressur auf einem anderen WBO-Turnier und das lief auch wirklich gut. Und diese Aufnahmen kennt ihr wahrscheinlich schon, die sind dann schon während der YouTube-Zeit entstanden. Und zwar auf dem einen Turnier habe ich eine super, super nette Frau kennengelernt, die die Geländehindernisse dort gestellt hat und super, super sympathisch und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich sie angequatscht habe, weil wir dann auch zu ihr kommen durften und bei ihr so ein bisschen üben konnten und ja, uns auch mal in die Geländehindernisse reinarbeiten konnten. Und ich hoffe, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall noch viele, viele weitere Male bei ihr sein werden und die Zeit bei ihr genießen dürfen, weil ich habe festgestellt, Joey liebt diese Geländehindernisse. Der hat einen wahnsinnigen Spaß daran, der hat auch mehr Spaß am Springen als an der Dressur, macht das auch total gut. Da kommen wir beiden dann nur nicht ganz so gut zusammen, weil ich bin überhaupt nicht der Springreiter und bin da eher so der Schisser. Aber ja gut, da muss ich wohl auch noch ein bisschen über mich hinaus wachsen und mit Joey gemeinsam auch die Dinge tun, die ihm Spaß machen und die gar nicht so meine Welt sind. Und dafür machen wir natürlich auch wieder weiterhin noch mehr Spielereien und unsere Verbindung wird immer stärker, weil dass ich jemals auf diesem Pferd, auch nur im Gelände reite, hätte ich nie gedacht. Ich habe damals immer gesagt, ich würde mich im Gelände im Traum nicht mit diesem Pferd wohlfühlen. Und mittlerweile dann ja die ersten Male wirklich ohne Sattel und ohne Trense, wo man auch keinen Halt hat, wenn er mal irgendwie Quatsch macht. Und ich fühle mich einfach wohl auf ihm. Also wenn alles vom Pferd runter ist, dann brauche ich auch noch so ein bisschen die Übung und die Routine, dass ich mich noch wohler fühle. Aber was er sich auch in der Dressur gemacht hat und in allem, ich bin so stolz auf dieses Pony. Und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann klickt doch einfach hier. Oder auch hier. Nee, doch lieber hier. Oder? Nee, ich würde hier klicken. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Vielleicht klickt ihr auch erst das und dann das an. So würde ich es machen.